Dann sehe ich die Pistole zu meinen Füßen. Sie war ein Beweisstück aus dem Gericht und gehörte dem Gerichtsdiener. Wie in Trance hob ich die Pistole auf. Hör auf! Lass meinen Vater in Ruhe! Und mit diesem Schrei wache ich auf. Ist ein markerschüttender Schrei. Ein Schrei, der seit 15 Jahren in meinen Ohren ertönt. Aber das ist nur ein Traum, oder? Oder? Allein dieser Gedanke hält mich seit 15 Jahren bei Sinn. Aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn es wirklich so war? Man sagt, dass manche Menschen Erinnerungen verdrängen zum Selbstschutz. Vielleicht war ich es, der meinen Vater tötete. Was? Wenn Sie es sich genau überlegen, ergibt das einen Sinn. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth. Stellen Sie sich vor, dass Yogi tatsächlich unschuldig war. Warum wollte er sich an mir rächen? Warten Sie, Edgeworth, Sie meinen, ich war es. Ich war der Verbrecher im Fall DL6. Ich erschoss meinen Vater. Das ist schlecht. Was machen wir, Nick? Was können wir tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen können, ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem Fall DL6 auskennt. Es gibt jemanden, Nick. Es gibt nur noch jemanden. Es gibt noch jemanden, der sich mit DL6 auskennt. Ja. Er ist dick, rund und macht immer. Herr Großberg. Oh, guten Morgen. Was ist los? Sie sehen besorgt aus. Natürlich. Ich kann nicht glauben, dass Sie nicht besorgt sind. Oje. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir bitte, was passiert ist. Es ist Herr Edgeworth. Wer? Ich verstehe. Edgeworth hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Es ist nur ein Traum, nur ein Traum. Ich frag mich. Was? Wenn das so ist, warum sehen Sie beide dann so besorgt aus? Nun. Bedenken Sie Folgendes. Yogi hegt einen tiefen Hass gegen Miles Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er ihn wegen Mordes vor Gericht bringen will. Das führt mich zu der Annahme, dass Herr Edgeworths Traum kein Traum war, sondern die Realität. Wie Sie es geahnt haben. Miles Edgeworth warf die Waffe, um seinen Vater zu retten, und dabei löste sich ein Schuss und schon war es passiert. Eigentlich nennt man sowas ja einen Unfall. Nein! Ich glaube es nicht. Yogi wurde wegen Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtsdiener war vorbei. Darum wollte er Rache an Miles Edgeworth. Es war seine letzte Chance, denn die Verjährung stand kurz bevor. Ja, aber wieso ausgerechnet Verjährung? Ich meine, danach kann ich ihn immer noch nicht dabei wegen dem neuen Mord. Wie geht es für ihn dran kriegen? Wieso jetzt? Gregory. Was denn, wissen Sie über Gregory? Nee. Edgeworths Vater. Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber es stimmt. Nun, vielleicht gab es jemanden, der ihn ehrenwürdig war. Ihre Mentorin Maya Fey. Meine Schwester? Gregory Edgeworth verabscheute Herr von Karmas Methoden. Das überrascht mich nicht. Von Karma ist extrem. Für ihn sind falsche Aussagen und Beweise nichts Besonderes. Ein Resultat, eine perfekte Siegesbrillanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregory Edgeworth auf seine Methoden aufmerksam zu machen. Und? Er verlor. Und starb vor der Verzweiflung. Ich verstehe. Als Gregory Edgeworth getötet wurde, wandte sich die Polizei an ein Medium. Das war ihre Mutter, Misty Fay.
Ich bin Gregory Edgeworth. Ich wurde ermordet. Mein Mörder war der Gerichtsdiener Yanni Yogi. Und dennoch wurde Yogi freigesprochen. Das hat unsere Mutter. Da hat unsere Mutter uns verlassen. Man stempelte sie als Betrügerin ab. Stimmt. Alle glaubten das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, es scheint, als sei es Gregory Edgeworth Geist gewesen, der log. Gregory Edgeworth muss gewusst haben, wer ihn erschoss. Das glaube ich nicht. Sie meinen also, dass er falsch aussagte? Sie meinen, Edgeworth log, um seinen Sohn zu beschützen? Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine Möglichkeit. Okay, aber... ich will mehr über den Fall hier wissen. Der Vorfall ereignete sich morgen vor 15 Jahren. Also werden morgen nicht ein, sondern zwei Fälle abgeschlossen. Dank der Verjährungsfrist. Aber ich befürchte, der Schaden, den der Fall DL6 anrichtet, wird niemals behoben werden. Dann eben hier. Hoho, das ist also der Brief. Es scheint, als wäre Yogi seinem Inhalt gefolgt, als er Hammond umbrachte. Aber warum hat er Hammond umbringen sollen? Hammond war ein begnadeter Verteidiger, aber er verteidigte seine Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Interesse. Hä? In seinem Interesse? Er glaubte seinem Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeit. Aber er hatte doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Es war etwas anders, meine Liebe. Er gewann diesen Freispruch nur um seinetwillen. Yogi war zwar freigesprochen, aber er war sozial ruiniert. Hä? Das werden Sie gleich verstehen. Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne die Handschrift irgendwoher. Welche Handschrift ist das? Wissen Sie, wer das geschrieben haben könnte? Ja. Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum sollte er damit etwas zu tun haben? Nun, ich bin mir nicht sicher. Von Karma. Warten Sie, Sie haben recht, mein Junge. Das ist von Karmas Handschrift, da bin ich mir sicher. Ich kenne sie noch von den ganzen Gerichtsunterlagen. Was? Aber das heißt ja, derjenige, der Yogi zum Mord aufgefordert hat, war... Korrekt. Manfred von Karma höchstpersönlich. Was bedeutet das? Warum sollte von Karma Edgeworth ruinieren wollen? Warum? Hätte von Karma tatsächlich diesen Brief verfasst, dann hätte er die Wahrheit gekannt. Hätte gewusst, dass Mike Edgeworth seinen Vater aus Versehen tötete. Ich schätze, morgen vor Gericht das Gleiche sagen wird. Er wird so lange betonen, bis Mike Edgeworth schuldig gesprochen wird. Oh nein. Aber warum weiß von Karma so gut über Edgeworths Vergangenheit Bescheid? Selbst Herr Edgeworth glaubt, dass es nur ein Albtraum war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass von Karma sowohl hartnäckig als auch perfektionistisch ist. Vielleicht will er sich an Gregory Edgeworth pressen, indem er dessen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren trafen sich von Karma und Gregory Edgeworth vor Gericht und von Karma gewann. Aber er kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung heraus. Okay, was ist da passiert? Was ist passiert in dem Prozess zwischen Edgeworths Vater und von Karma? Von Karma erreichte den gewünschten Schuldspruch. Er gewann den Prozess. Aber Gregory Edgeworth... Entschuldigung. Beschuldigte von Karma, dass von Karma Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl der Prozess verlor, stand Herr Edgeworth Anschuldigung im Raum. Gefälschte Beweise?
Es war der einzige Makel, mit dem von Karma.